Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Rottweiler Elsa, sponsored by Blackpack. Heute gibt es einen kleinen Wandervlog. Wir laufen den Traumpfad Nette Schieferpfad. Der ist, ich glaube, es ist hier die Eifel, Mosel, irgendwie so. Und Elsa ist natürlich mit am Start. Sieht man gerade nicht. Ja, ungefähr knapp 10 Kilometer. Wir sind schon den ersten Anstieg hier gelaufen. Ich zeige euch aber gleich noch ein bisschen, was wir davor gemacht haben. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß hier bei dem Video. Hoffen, euch gefällt das, dass wir euch hier ein bisschen mitnehmen. Und inspirieren euch vielleicht auch nochmal mit eurem Hund wandern zu gehen. Und dabei das Blackpack-Geschirr zu tragen. Ist nämlich mega praktisch. Ich zeige es euch gleich auch mal. Und viel Spaß. Bis später. Come on. Good. Ready? Okay. Gut. Also. Scheint irgendein Vogel oder ja. Was zu sein. Ja, gut. Gute Rücksprache. Gut, klasse, super. Nicht zu wild, ne? So, hier sind wir schon komplett hochgewandert. Ich weiß nicht, ob man es so gut sieht. Da hinten irgendwo haben wir geparkt. Ich schätze, es sind jetzt so 300 Meter oder sowas, die wir hier hoch sind. Es war auf jeden Fall anstrengend, aber bisher ein mega schöner Weg. Ich glaube, die Elsa ist auch schon K.O. von dem Anstieg. Aber weiter geht's. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic. So, wir sind jetzt hier an einem Tunnel. Der ist ganze 400 Meter lang, der ist beleuchtet. 500 Meter, sorry. Und genau, Teil des Traumpfades, also mega interessant. Ja, Oi. Super. Ja, laufen wir jetzt durch. Super. Und dann schauen wir mal, wie es da ist. Ich spüre schon, es ist etwas frischer da drin, gell? Männchen. Ja, voll. Oi. Super. Dann kommt man mit. Oh, da geht sogar der Blitz an. Krasser Scheiß. Sag einfach übelst krass, wenn du dich mal umguckst hier. Wir sind komplett hier in so einem Tunnel. Kein Mensch ist hier. Bisschen gruselig ist auch, oder? Hast du Glück, haben wir einen Rotti dabei, dann tut das genau. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting. Ich find's halt echt immer toll, wenn du irgendwelche Wanderwege hast, wo du halt am Wasser vorbeikommst. Da kann der Hund sich abkühlen, was trinken. Und es ist angenehmer für sie. Und ich glaube, sie findet es auch gut. Glaube ich auch. Ne? Okay, geh ins Wasser. Ist okay. Ja, okay.
glaube, sie wartet darauf, dass wir irgendwas schmeißen. Ich habe aber nichts. Mir geht's Wasser, ist okay. Ja, fein. Gut. Schöne, feine Geste. Schöne, feine. Steht auf meinem Fuß. Macht sie gerne. Mhm. Ja, so eine feine. Ja, Feini. Du bist ja ein Feini. Oh, mutig. So, wir gehen jetzt zu einem Wasserfall, der nette Wasserfall. Bin ich mal gespannt, wie der aussieht. Ah, guck mal. Elsa? Ja, Feini. Ja, Feini bist du. So ein Feini. Supi. Hier sieht man auch schon überall so Schiefer auf dem Boden. Das ist ein Schieferplatz, oder? Deswegen heißt er ja auch nette Schieferfahrt. Aha. Aha. Schlau, oder? Sehr. Ich wusste es nicht. Ja, super. Supi. Kommen welche, ne? Nee. Ja, fein. Wo sind die Mädels wieder? Elsie? Ja, feine Maus. Super. Oh, fein. Ui. Wow. Sieht ja cool aus. Richtige Buffalos, ne? Gehen wir aber nicht rein. Warte. Thank you.
Komm weiter, Ilse. Jawohl. Alles gut. Gut, Entschuldigung. Kein Problem, alles in Ordnung. Hallo. Beste Hund. Ja, gut, der war aber auch süß, der andere Hund. Ja, voll. Es war irgendwie sogar ein Retriever oder so. Also ein Teddybär-Edition. Ja. Und die Elsa hat Komplimente bekommen. Ja, was haben die gesagt? Das war ein schöner. Ja. Irgendwie so. Gute Rücksprache. Wir haben noch ca. 4,5 oder was to go Kilometer und wie man merkt, es ist echt ein bisschen anstrengend. Wir haben uns auch einmal verlaufen, sind also glaube ich einen guten Kilometer extra gelaufen. Aber macht ja nichts. Trotzdem wunderschön hier und danach haben wir uns ein ausgiebiges fettes Essen verdient. Vor allem, laut Internet ist der Weg knapp 10 Kilometer, also 9, noch was lang, der Traumpfad. Dann sind wir ja erst die Hälfte gewandert. Und wie lange sind wir schon unterwegs? 2 Stunden? Ein bisschen länger? Ungefähr, ja. Sind noch ein bisschen mit Übung hier. Wird schon. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir schon zurückgehen, oder? Ich habe komplett die Orientierung verloren, auf jeden Fall. Auch komplett die Orientierung. Ja, aber nach Trims müssen wir. Ja, ja. Das ist richtig. Ja. Supi, Elsie. Aber vielleicht sind wir uns immer auch ein bisschen zu viel mitgenommen. Weil die Pullis brauchen wir auf jeden Fall nicht. Ne. Boah, den habe ich auch die ganze Zeit umgebunden. Ist ja auch nochmal extra Hitze. Oh, Elsa hat ein neues Hobby. Grillen jagen. So, jetzt geht sie ja auf die Wiese. Ja, ist schön. Reicht jetzt, Elsa. Sind das eigentlich alles Vulkane? So alte Vulkane? Diese Hauben? Okay. Da ist jetzt ein feines Rand, Elsie. Super. Wie cool. In der Sächsischen Schweiz. War zwar noch nicht da. Aber so stellst du sie dir vor. Wo geht's denn hier lang? Da, oder? Ja. Juhu. Oh, 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 Vorsicht langsam. Herr Schatz, was hast du eben gesagt? Das ist die Sächsische Schweiz? Sieht so aus, aber guck mal, hier steht sogar, das ist die Trimser Schweiz. Mit Elsa im Hintergrund. Ja, ist warm, hä? Oi, oi, oi. Vielleicht nochmal was trinken. Gut. Super hinter.
So, wir haben jetzt hier nochmal was zu trinken bekommen. Elsa hat hier Wasser. Hallo. Ja, das wäre super. Komm her. Jetzt nochmal andere Hunde. Hallo. Hallo. Hi. Ja, ihr wundert euch jetzt bestimmt, hä, warum sitzt ihr auf einmal hier? Ganz einfach, wir waren gestern so K.O., dass wir vercheckt haben, noch ein Outro zu drehen. Und wir haben auf Instagram zuvor ein paar Fragen, also ein Q&A eröffnet. Und dann dachte ich mir, komm, mache ich das Outro gleich. Und vorher mache ich noch ein paar Fragen oder beantworte ich noch ein paar Fragen für euch. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt. Also, zwei Fragen habe ich auf Instagram schon beantwortet. Deswegen die dritte lautet, gibt es auch ein Halsband von eurer Marke? Ja, aktuell noch nicht. Wir sind aber gerade in der Entwicklung, ein Halsband für euch herzustellen. Wir haben schon so ein paar Ideen und auch etwas, was es tatsächlich so auch noch nicht auf dem Markt gibt. Und von daher dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein. Sobald es da Neuigkeiten gibt, werdet ihr selbstverständlich zuerst davon erfahren. Wir hoffen natürlich, das Ganze dieses Jahr noch umzusetzen. Wir können aber nichts versprechen. Nächste Frage. Was ist Elsas Lieblingskommando? Voran mag sie sehr gerne, weil wir dann meist irgendwie mit dem Bällchen oder sowas arbeiten. Und alles, was mit Bällchen oder Beißwurst zu tun hat, findet sie generell ziemlich cool. Was mag sie noch gerne? Eigentlich ist sie bei allem voll dabei. Also sobald es ums Tricksen geht oder irgendwelche Kommandos, dreh dich, Pfötchen gibt sie auch sehr gerne, Männchen macht sie sehr gerne, ist sie immer voll dabei. Nächste Frage. Wie habt ihr die Leinführigkeit gelernt? Ja, witzigerweise haben wir dazu letztens einen Videokurs für euch abgedreht. Den verlinken wir euch sehr gerne mal, aber ich kann ja kurz ein, zwei Worte dazu auch sagen. Wir haben das Ganze über Körpersprache bzw. Körperblockaden aufgebaut. Das klappt für uns am nachhaltigsten und am deutlichsten auch für Elsa. So versteht sie es ganz gut. Wir unterscheiden halt auch immer zwischen Halsband und Geschirr. Aber mehr dazu in dem Videokurs. Deswegen checkt gerne mal die Infobox. Da haben wir den Videokurs verlinkt und würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Keine Frage, aber ihr seid echt ein tolles Team. Danke. Elsa passt hier auch gerade auf. Wir sind nämlich gerade hier draußen auf dem Balkon. Und wir sind ein Team, das immer aufeinander aufpasst. Aber wir geben uns auch sehr Mühe, im Team quasi zu wachsen und an uns zu arbeiten. Und deswegen Dankeschön. Nächste Frage. Was ist Elsas größte Stärke und Schwäche? Da muss ich tatsächlich ein bisschen drüber nachdenken. Was ist es denn überhaupt? Okay, ich habe gerade mit dem Igi mal gemeinsam nachgedacht. Wir würden sagen, Elsas Stärke ist definitiv, dass sie so rudelbezogen ist und einfach gerne mit uns ist. Also sie sucht wirklich immer unsere Nähe, wenn wir zu Hause sind, chillt sie am liebsten mit uns und ist dann wirklich happy und kommt absolut zur Ruhe, wenn sie mit uns Kontakt liegen kann. Und das ist ja auch einfach schön, wenn du merkst, dass der Hund wirklich deine Nähe sucht und das auch total genießt. Generell ist Elsa sehr familienbezogen, würde ich sagen. Also sobald jemand das Rudel verlässt, irgendwie draußen oder sowas, findet sie das immer richtig blöd. Und ja, sie passt halt immer auf, dass das Rudel zusammenbleibt. Und Elsa ist einfach wirklich ein sehr, sehr lieber Hund. Auch alle Leute, die sie kennen, glaube ich, finden Elsa immer ganz toll, weil sie wirklich herzensgut ist und das dann auch wirklich zeigt. Und zur Schwäche würde ich eindeutig sagen, dass sie so aufgeregt mit Kindern ist. Elsa, hör auf. Komm da raus, bitte. Komm da raus. Gut. Weil wir natürlich keine Kinder im Haushalt haben. Und da sind Dana und Wilma. Ja. Das sind Dana und Wilma, Elsie.
Eine Stunde später. Wir haben halt keine Kinder, deswegen hat sie damit täglich nichts zu tun, und sondern nur draußen. Und irgendwie ist es so, dass die Kinder bei uns immer alle direkt rennen oder kreischen müssen oder Cityroller fahren oder Skateboard fahren. Also wirklich, sie ist einfach aufgeregt, wenn Kinder dynamische Bewegungen machen. Bei Joggern oder Fahrradfahrern gar keine Probleme. Also sie ist jetzt nicht so, dass sie generell auf Dynamik reagiert, aber bei Kindern doch schon sehr. Ich habe beispielsweise einen kleinen Bruder und damit ist das echt kein Problem. Also sie liebt ihn total und kann dann auch entspannen, also relativ. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, geht's. Also ist die größte Schwäche von uns fremde Kinder draußen. Dann die nächste Frage. Wie schafft ihr es, dass Elsa immer so fixiert auf euch ist und so richtig Bock hat zu arbeiten? Ja, erstmal Dankeschön. Wie haben wir das geschafft? Also es ist natürlich auch die Frage, was du damit jetzt meinst. Also Bock hat zu arbeiten, haben wir ja definitiv am Hundeplatz gelernt, dass für sie die Arbeit quasi der Himmel auf Erden ist. Da machen wir immer richtig tolle Sachen. Da gab es immer Wurst zur Bestätigung und wirklich, da haben wir sie des Todes gefeiert. Was uns auch wichtig war, oder früher dem Trainer vor allem, dass der Hund oder dass die Elsa uns aktiviert. Also wir haben uns auf den Platz gestellt und haben erstmal gewartet, bis sie von sich aus auf die Idee kommt, mich mal anzuspringen oder auch einfach nur Blickkontakt aufzubauen. Dann habe ich das gelobt und dann bin ich in die Arbeit mit ihr gegangen. Und wenn ihr das vielleicht auch schon mal gesehen habt, wenn wir Unterordnung mit ihr machen, sie ist da ja auch immer mega freudig dabei und hat ja richtig Bock darauf, wie du ja auch schon gesagt hast. Und ich glaube, das kam halt einfach dadurch, dass wir ihr das richtig schmackhaft gemacht haben und das so ein bisschen ihre, oder so verkauft haben, als wäre es ihre Entscheidung, mit uns zu arbeiten. Und wie wir das geschafft haben, dass Elsa immer so fixiert auf uns ist, würde ich jetzt so verstehen, dass du das meinst, auf einem Spaziergang. Das haben wir vor allem als Welpe aufgebaut. Wir haben sie direkt in Freilauf gelassen, sofern es halt hier möglich war. Und sie sollte halt von selber den Anschluss halten. Also wenn wir irgendwo abgebogen sind, haben wir ihr nicht Bescheid gesagt, sondern sie sollte selber darauf achten, dass sie den Anschluss hält und natürlich dann auch immer zu uns schaut. Das haben wir auch jedes Mal bestätigt mit einem Gut oder mal auch ein Leckerchen. Und uns sehr gefreut. Ich glaube, damit kommen wir dann auch schon zur letzten Frage, die lautet: Pros und Kontras einer Hündin. Gute Frage. Wir hatten bisher noch nie einen Rüden, deswegen können wir da leider nicht den Vergleich ziehen. Was aber definitiv dafür spricht, ist, dass sie nicht so arg sich irgendwo festschnüffelt. Es kommt auch mal vor, gerade wenn es Richtung Läufigkeit geht, aber andere Hunde lassen sie relativ kalt und sie ist da einfach nicht so, wie man das von Rüden kennt, so von den Eiern irgendwie geleitet, sondern ist meistens mit Köpfchen wirklich dabei. Als Kontra würde ich sagen, die Läufigkeit, aber das passiert nur zweimal im Jahr und dann auch nur für ein, zwei Wochen. Also finde ich für mich sehr überschaubar. Vielleicht noch ein klitzekleines anderes Kontra, ein klitzekleiner anderer Kontrapunkt, der ist aber wahrscheinlich auch sehr charaktereigen. Manchmal sind sie natürlich sehr zickig. Also Elsa kommt zum Beispiel im Dreiergespann mit anderen Hunden nicht immer so gut klar, aber das ist ja unter Hündinnen oder Mädels vielleicht ja auch schon mal bekannt. Ja, das war's mit den Fragen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet den einen oder anderen Einblick von uns, unserem Leben, also der Rotti Side of Life, gewinnen. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und vor allem bei www.blackpack.shop vorbeischaut, wenn ihr auf der Suche nach einem coolen Geschirr seid. Wir können es euch wirklich von Herzen empfehlen. Es ist Elsa, also Rotti approved, sieht einfach geil aus und wir sind richtig überzeugt von unserem Produkt. Also schaut gerne in meine Infobox, da haben wir zu einem unseren Shop verlinkt und zum anderen den Videokurs, den wir aufgesetzt haben. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr reinschaltet. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer. Bis dann. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy.